Total recht herzlich willkommen zum Force Day. Yeah, Dr. Det ist auch ein leibhaftiger Three Ripio. Yes. Ein Menschkontakter und in seinem Falle Zahn-Patient-Kontakter. Jawohl, das rockt. Wir sind also nicht nur Star Wars begeistert. Wir haben heute den vierten Tag, sozusagen the first day. May the Force with you. Natürlich war eine traurige Nachricht, dass Chewbacca-Darsteller auch verstorben ist. Aber wie gesagt, müssen wir ja leider alle durch. Wir sind also wirklich beim Kernthema. Ja. Die Zähne sterben. Ja, wir sterben. Aber die Zähne können wir auch erhalten. Dafür gibt es die Dental Mission. Genau. Das ist eine Mission. Und meine Mission ist ja About Me. Und Dr. Det war unheimlich begeistert. Und ich finde es auch toll, dass er begeistert war. Er wollte Ihnen was sagen, wollte er? Ja, wollte sagen, die macht es mit euch. Also das ist eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Richtig, genau. Die macht, und das geht auch darauf, dass wir uns da ab und zu mal darauf konzentrieren und auch in unangenehmen Situationen, wie zum Beispiel bei Zahnarztbesuchen, durchaus mal uns in die Mitte gehen und sagen, ja, ich weiß, das ist blöd, aber ich gehe aus der Komfortzone, nehme die Macht, gehe drüber und behalte meine Zähne, und das ist, glaubt mir, echt wichtig. Und ich fand es super, wie er sagte, ich bin dein Zahnarzt. Das fand ich so super, daraufhin haben wir uns dann kennengelernt und direkt in die Sendung einbezogen hier, About Me, die neue Sendung, die jetzt hochgefahren wird für euch. Ihr könnt eure eigene Sache, ihr seid, was weiß ich, Superstars oder so, ne? Natürlich nicht, ihr seid keine Superstars. Die Superstars seht ihr überall, aber hier sind die Stars der Tage. Und zwar ein Zahnarzt ist auch ein Star, ein Star für euch. Ihr geht zu einem Zahnarzt, um euren Zahn zu fühlen, zu erleben, daraus wieder was zu machen. Das macht ein Zahnarzt. Das hast du sehr gut gesagt, denn wir geben ja auch einen Teil unserer Energie und vor allem auch unseres Fokuses und auch der körperlichen Verrenkung mitunter dazu, damit da was entsteht oder bleibt, was vielleicht für mehr Komfort sorgt und für mehr Sicherheit und vor allen Dingen Schmerz vermeidet. Ich finde es übrigens abgesehen klasse, dass du dieses Forum hier hast, dass du einfach noch zu deinem Alltag dazu noch solche Sachen wie das hier ins Leben rufst. Denn am Ende sind wir alle in unserem kleinen Universum, aber das kann auch groß werden. Ja. Und ich denke, da hilft es ganz gut, wenn du so eine Sendung wie hier, so ein Format mal ins Leben rufst oder auch am Leben erhältst und immer weiter ausbaust, Menschen holst, die in ihrem Leben Helden sind und eben, dass die Macht mit denen ist. Dafür sind wir hier. Die Macht ist mit euch, wie bei uns, denn nicht nur hier die Herrschaften, die schon mal hier waren, Schauspieler aus der Serie Stromberg, die Musiker aus den Niederlanden oder aus London oder Wendler gegen Wendler, sondern auch der Normale, der total Normale. Es könnte hier zum Beispiel ein Bauarbeiter sitzen, der irgendwas erfunden hat, dass man schneller bauen kann, zum Beispiel. Und das ist meine Idee. Meine Idee ist... Korrekt, Held des Alltags, korrekt. Jawohl. Nicht nur ein Zahnarzt, überhaupt nein. Arzt, nein, jeder ist ein Held des Alltags, nur erkennen tun wir es nicht. Es gibt so zum Beispiel Autoschrauber, die solche Sachen die haben. Die sind Künstler. Korrekt, die, zum Beispiel Beule, wisst ihr ja, den Beulendoktor. Ja. Wenn man das sieht, wie der die Beulen da wieder rausholt, das ist Mordsarbeit und nachher sieht das Auto aus wie neu, aber in Wirklichkeit war es total verbeult. Und das ist jetzt hier so eine Sache About Me, das heißt, ihr sprecht über euch, heute war ein Zahnarzt da, ein Dr. Det, und den habe ich euch ja in einer anderen Sendung erklärt. Da könnt ihr reinschauen, ihr wisst ja die Seite. Ich freue mich auf euren Besuch. Super. Det Bond, License to Fill. Herzlich willkommen bei den klinischen Plaudereien von Dr. Det. Audio Jungle.